Hallo zusammen. Ich bin froh, euch alle zu sehen. Wie geht's euch? Danke. Heute arbeiten wir am Thema Ferien weiter. Was sind eure Lieblingsferienorte? Sehr schön. Und heute lernen wir Präpositionen, auf Russisch bedeutet Предлоги, kennen, die wir mit diesen Ferienorten gebrauchen. Dazu schlagt bitte die Bücher auf Seite 23 auf, Übung 3b. Stoppt das Video und merkt euch die Präpositionen. Итак, предлоги in, an, auf, при ответе на вопрос «во» указывают на место действия. Имя существительное стоит в дательном падеже – «датив». Blättert die Seite antwortet auf die Frage «во», stoppt das Video und gebraucht die richtigen Präpositionen. Vergleicht die Antworten. Das Dorf im Dorf. Der Bauernhof auf dem Bauernhof. Das Meer im oder am Meer. Die See an der See. Der Fluss im oder am Fluss. Die Insel auf der Insel. Das Ferienlager im Ferienlager, das Zeltlager im Zeltlager, der Wald im Wald. Sehr gut. Es geht zum nächsten Punkt. Findet Punkt E. Wo verbringen die Kinder ihre Sommerferien? Stoppt das Video und übersetzt die Ferienorte ins Deutsche. Seid ihr fertig? Wir kontrollieren. Doris verbringt ihre Sommerferien am Meer. Thomas verbringt seine Sommerferien auf dem Bauernhof. Tina verbringt ihre Ferien am Fluss. Andreas verbringt seine Sommerferien im Ferienlager. Julia verbringt ihre Ferien auf der Insel. Toll! Und jetzt machen wir Punkt F. Wo können die Kinder ihre Ferien verbringen? Stoppt das Video und ergänzt. Peter wandert gern. Er kann seine Ferien in den Bergen verbringen. Patrick reitet gern. Er kann seine Ferien auf einem Reiterhof verbringen. Uwe angelt gern. Er kann seine Ferien an einem Fluss oder See verbringen. Vera bastelt gern. Sie kann ihre Ferien in einem Dorf verbringen. Susanne mag Tiere. Sie kann ihre Ferien auf einem Bauernhof verbringen. Toll! Es ist die Zeit für ein kleines Interview. Ich bin Reporterin, stelle also Fragen und ihr beantwortet diese. Los geht's! Wo badet ihr gern? Wo macht ihr gern ein Picknick? Wo angelt ihr gern? Wo reitet ihr gern?
Wo fahrt ihr gern Fahrrad? Wo spielt ihr gern? Wo waren eure Ferien schon? Wo waren eure Ferien langweilig? Danke für eure Antworten. So, das war's für heute. Mehr dazu in der nächsten Stunde. Tschüss!